Heute geht's um den Flensburger Frühlingsbock. Herzlich willkommen auf Knöllspierkanal. Wie ich schon sagte, heute geht es um den Flensburger Frühlingsbock. Und wollen wir mal gucken, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich ein Bockbier von einer sonst klassischen Pilzbrauerei probiere. Ja, mal gucken, wie das ist. Auch der hat mich so ein bisschen angelacht im Laden, also schauen wir, was das Ding kann. Das war jetzt enttäuschend. Normalerweise muss es doch Fump machen beim Flens. Schade. Gucken wir mal. Kräftig und frisch. Hat 6,9 Volumenprozent Alkohol. Schon ordentlich. Mit Küstengerste gebraut. Naja, ob man es wirklich merkt, ich weiß es nicht. Angenehm kräftig, vollmundig, feine Hopfennote. Mit Wasser aus der Flensburger Gletscherquelle und so weiter und so weiter. Jawohl. Nur in der Frühlingssaison erhältlich. Ja, haben wir zurzeit. Wir haben Mai 2022. Ja, leere Flasche bitte offen lassen. Wichtig übrigens, ne? Ganz wichtig, auch für Hobbybrauer, ganz wichtig, offen lassen. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ich will ein bisschen Schaum haben, möchte mal dann riechen. Deswegen halt es nicht ganz so flach. Flensburger kennt man als Pilz. Sehr lecker, ich mag es gern. Schön frisch, vor allem wenn man im Urlaub ist. Genau das richtige Bier. Den Frühlingsbock hatte ich noch nicht von denen. Ein grünes Etikett, bisschen was anderes anscheinend. Ich hatte schon mal erklärt, was Bockbier ist. Könnt ihr euch mal angucken. Irgendwo wird das eingeblendet. Und halt mal ein Näschen rein. Ne? Also es hat eine gewisse Hopfigkeit. Malz habe ich wenig. Ähnlich wie bei dem Bitburger Maibock. Wie schon gesagt, es ist ja eher eine typische Pilzbrauerei. Wird vielleicht also nicht das typische Bockbier sein. Vor allem da doch ein bisschen mehr mit Hopfen gearbeitet werden soll, laut Text. Und das widerspricht dem, was ich in meinem Bockbier-Video erklärt habe, dass Bockbiere klassischerweise nicht so sehr gehopft sind, sondern eher in der Hopfennote eine bittere reingeben sollen, um dem süßen Malz etwas entgegenzusetzen. Hier habe ich gelesen, werden nur Aromahopfen benutzt. Das heißt, es gibt eine Hopfung für die bittere, allgemeine bittere ins Bier zu bekommen. Und es gibt eine Hopfung später im Verlauf des Prozesses des Brauens, erkläre ich irgendwann mal, für Aromahopfen. Und das ist in diesem Fall passiert, laut Informationen von Flensburger auf jeden Fall. Ja, es ist klar, strohgelb, wie Flensburg auch sonst ist. Kann man mich mal sehen durch die Flasche. Und es sieht eher so eher aus wie das Pilz. Ja, würde gerne mal probieren. Sag mal Prost. Anders als beim Flensburger Pilz, was so vom Körper recht schlank ist, was spritziger ist, ist es hier doch eine gewisse Schwere zu spüren, was dann eben zu dem Bockbier eher passt, ein bisschen malziger, was mir sehr gefällt. Ich persönlich mag malzige Biere sehr gerne und da kommt dann doch was raus, dass es nach Geruch und Aussehen eben doch nicht ein Pilz ist, sondern eben ein Bockbier. Wie gesagt, es ist malziger, etwas schwerer. Man merkt auch eigentlich, dass es was stärker ist als die normalen, was hat sonst Flens, 4,9, 4,8 Volumenprozent. Man merkt schon, dass es stärker ist. Es wird wahrscheinlich auch schneller in den Kopf gehen, wenn man mehr davon trinkt. Doch, ist aber schön. Gefällt mir ein bisschen besser als das Bitburger, wenn ich so sagen darf.
Ja, der Hopfen hält sich trotzdem zurück im Geschmack. Also es ist jetzt nicht so, dass es dieser Aroma-Hopfen im Geschmack sehr durchkommt, dass man jetzt eine Hopfen, starke Hopfigkeit hat. Es ist doch auf der malzigen Seite. Ich nehme nochmal einen Schluck. Im Nachtrunk, im Abgang sagt man bei Weinen und anderen Getränken. Im Nachtrunk ist er ein bisschen bittere zu spüren. Lecker, kann man gut trinken. Kaufempfehlung. Wie gefällt euch Flensburger? Habt ihr das Frühlingsbock von Flensburger schon mal probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Sagt mal, wie es euch gefallen hat und was ich sonst noch probieren soll für euch. Und ja, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns bald wieder. Schönen Tag.